Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall wieder besser, weil ich habe wirklich gemerkt, was ich im letzten Video erzählt habe. Ich war die letzten Tage so im Außen, dass es mir dadurch gar nicht gut ging. Und vorhin ist irgendwas passiert. Auf einmal war wieder so ein Moment. Und es ist, als wäre mein Bewusstsein zurück in meinen Körper gegangen. Ich weiß nicht, ganz komisch wirklich. Und ich fühle mich jetzt wieder wie ich selber. Und ich habe mich wieder wie früher gefühlt. Und ich hatte wieder, ja, irgendwelche Gedanken und Erkenntnisse, auch durch ein Interview, was ich euch gleich zeige, könnt ihr euch ja dann angucken, wenn ihr wollt. Ich fand es sehr gut und es ist eigentlich selten, dass mir Sachen gut gefallen oder so, ne, dass ich Leute gerne gucke und ich denke, wow, cool. Aber ja, der hat mich ein bisschen fasziniert, der Typ. Genau. Nee, und vorhin war das halt so, ich habe das richtig gemerkt, dass ich die letzten Tage wie außerhalb war, also wie außer mir sozusagen, ja, aufs Außen bezogen und mir geht es jetzt viel besser. Ich fühle mich wieder wie in meiner Mitte. Und ich habe mich dadurch auch an die Videos von früher erinnert und wollte euch eigentlich auch so fragen oder sagen, könnt ihr euch erinnern, so einfach früher diese Videos immer, wo ja, ich vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen so das Gefühl geben konnte, weiß ich nicht, von zu Hause, von guter Energie, von, ich weiß es nicht, so wie man sich halt fühlt, wenn man eigentlich hier als Wesen inkarniert, was vielleicht nicht gerade von der Erde kommt. Also ich meine, die meisten kommen nicht von der Erde, es ist ein Schulungsplanet im Universum und wo man eben alles Mögliche an Dingen lernen kann. Und das ist eigentlich auch ein schöner Übergang zu diesem Interview. Jetzt muss ich erstmal, ja, hier, das ist das. Wartet mal, seht ihr das? Ups, falsches Ding hier, Dingsbums. So. Und zwar hier, spiritueller Krieger auf dem Vormarsch, Mirko Betz im Interview. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden Mirko Betz ist, aber ich glaube der Linke, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich euch dieses Interview sehr empfehlen. Ich finde es wirklich ganz toll, muss ich sagen, weil der Linke hier, der hat schon eine sehr lange Reise hinter sich. Und ja, doch hat mich fasziniert, was der erzählt hat, weil das meiste weiß man zwar schon, aber man muss sich es auch immer wieder bewusst machen. Wisst ihr? Oh, wartet mal, ihr seht mich ja gar nicht. Ihr quatscht jetzt mit meiner Salzlampe da hinten. So. Und zwar muss man sich viele Sachen einfach immer wieder bewusst machen. Und ich habe es vorhin jemandem gesagt und das gilt auch für jeden von euch. Ich will euch mal eine Sache sagen. Ihr denkt vielleicht manchmal, ihr könnt nichts oder so. Das ist Quatsch. Ich muss sagen, ich und auch andere und auch der Mirko Betz, wenn der das hier ist, der Linke, der hat vorhin was ganz Wichtiges gesagt. Denn es gibt Menschen, die inkarnieren auf dieser Erde, um hier diesen Wandel mitzumachen und diesen Wandel auch voranzutreiben. Und ich weiß, dass es bei mir so ist, aber ich weiß, dass es auch bei vielen anderen so ist und dass viele Menschen halt wirklich inkarniert sind, um ein Transformator zu sein. Ich wollte eigentlich nochmal googeln, was ein Transformator ist, aber ihr müsst euch wirklich mal vorstellen, es gibt also diese jenseitige Welt, es gibt diese feinstofflichen Ebenen, das, was der normale Mensch als Jenseits bezeichnet. Und stellt euch mal vor, da sind Energien, ganz viele Energien, feinstoffliche Natur, also Schwingungen. So, und was ist jetzt? Wir haben also diese physische Ebene, ja, ich habe hier so ein Klebeband von Würth, keine Ahnung. Das ist, oh, guck mal, das ist so ein Engelskreis hier. So, dieses physische Klebeband ist hier physische Welt, hart, ja. So, das ist. Könnte man sagen, was hat das hier mit Energie zu tun? Ja, das ist ja relativ hart. Jetzt hätte ich mich fast verschluckt. Und ich sehe einfach die Menschen als Bindeglied zwischen der positiven Welt, feinstofflichen Welt und dieser, naja, nicht negativen, aber doch schon ganz schön starren und auch irgendwie kalten und negativen, grobstofflichen Welt. Und also wenn du hier die grobstoffliche Welt hast und hier. Ey, das passt sogar voll gut, ne? Links die grobstoffliche Welt und hier rechts, also der rechte Weg, der richtige Weg, der gute Weg, rechts die gute feinstoffliche Welt, links dunkel, kalt, negativ, grobstofflich, rechts feinstofflich. So, und dann, was ist dazwischen? Na, mein dicker Kopf ist dazwischen und der dient als Transformator. Das heißt, die gute Energie kann über mich als Transformator in diese Welt gelangen. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin sozusagen einfach ein Transformator für das Licht und für die positive Energie sozusagen. Genauso wie viele andere Menschen auch. Viele, viele andere Menschen auch. Und dadurch, dass ihr so feinstoffliche Resonanzkörper habt, so feinstoffliche Schwingungskörper, dadurch, dass ihr so fein und hoch schwingt, ja, denn fein und hoch schwingend
Das ist was Besonderes und es ist was Anstrengendes in dieser niedrig schwingenden, grobstofflichen Welt. Denn das hat alles einen Zusammenhang. Niedrig schwingend bedeutet automatisch, das könnte man sogar physikalisch erklären, zum Beispiel Eisen, was eine niedrige Schwingung hat, das heißt, die Eisenatome sind nicht stark in Bewegung und das ist dann gleichzeitig Kühle, Härte und so weiter. Was passiert jetzt, wenn man zum Beispiel Eisen erhitzt? Irgendwann fängt es an zu glühen, die Eisenatome bewegen sich immer schneller, die haben immer eine höhere Schwingung, bis es so weit ist, dass das Eisen bei der hohen Temperatur sogar irgendwann schmilzt. Und dann wird es sogar flüssig. Ja, und die Atome haben sozusagen ein Höchstmaß an Bewegung und an Schwingung. Ja, und so ist das eben alles sogar physikalisch. Ja, es ist alles wissenschaftlich, physikalisch erklärbar, theoretisch, ja, dass dies Hochschwingende der Ursprung ist. Und zwar bis nach ganz oben, bis zur höchsten Schöpfungsebene, bis zu Gott ist das Höchstschwingende immer der Ausgangspunkt. Und dann wird es immer niedrig schwingender, bis am Ende die niedrigst schwingende, grobstoffliche Ebene dabei rauskommt. Wobei ich gar nicht weiß, also noch niedrig schwingender wären ja, aber das, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht physikalisch messen mit Schwingungen, aber es gibt natürlich auch noch die Negativwelten, aber ich weiß jetzt nicht, ob die niedriger schwingen als die physische Welt, als die grobstoffliche Welt, aber das ist auch egal. Ja, es gibt jedenfalls die niedrig schwingende Welt, Welten, ne, was man auch so als Hölle bezeichnet, wo die negativen Wesenheiten leben. In der Mitte gibt es die Erde als physische Welt, grobstoffliche, Schulungsplanet. Ja, wo alles inkarnieren kann, auch von der dunklen Seite. Und hier der Schulungsplanet Erde und darüber dann, wenn man sich das bildlich vorstellt, darüber die feinstoffliche positive Welt. Und von da kann auch alles auf der Erde inkarnieren. Und das sagt der Typ hier auch zum Beispiel im Interview. Und deswegen ist es was ganz Lustiges hier auf der Erde. Du kannst hier alles machen. Und es gibt definitiv schlechtere Planeten im Universum. Es gibt natürlich auch bessere und schönere. Aber es kommt ja sowieso darauf an, was du möchtest. Denn auf einem schönen Planeten kommst du auch nicht unbedingt voran in deiner Entwicklung, denn dort hast du vielleicht schöne Dinge, ja, du hast vielleicht, ich weiß es nicht, du kannst dich dem Wein hingeben und du hast da schöne Körper, schöne Männer, schöne Frauen, du kannst dich der Sexualität hingeben. Du kommst vielleicht in deiner Entwicklung, in deiner spirituellen Entwicklung nicht so schnell voran wie auf der Erde. Denn hier hast du Herausforderungen, aber du hast ja auch das ganze Maß, du hast alles. Du hast die ganze Negativität, du hast die ganze Positivität. Ja, und der Typ, der hat auch ein paar lustige Sachen im Interview gebracht, so, du kannst hier alles machen. Ja, du kannst dich hier entscheiden, ein spiritueller Guru zu sein, du kannst aber auch ein ganz normales Leben mit Familie führen, arbeiten gehen, am Wochenende zum Fußball. Ja, Pizza und Bier ist alles lecker. Das hat er im Interview gesagt, fand ich total lustig, ja. Ist ein toller Planet. Wir haben hier Schokolade, wir haben Rotwein, wir haben lauter Dinge, die lecker sind und wir haben Pizza und Bier. Lustig, finde ich lustig, ja. Und ist auch so, ist auch so. Ich muss sagen, ich genieße das Leben auch. Mir macht das einfach Spaß, selbst mit meinem Auto zum Sport zu fahren. Mir macht das einfach total Spaß, so ein funktionierendes Auto zu haben. Es macht total Spaß, finde ich. Du kannst einfach dich ins Auto setzen, rumfahren und das ist, muss ich sagen, auch wenn du das Leben positiv siehst. Weil du kannst das Leben negativ sehen, du kannst sagen, ich könnte ja auch hier, ja, manchmal wäre es wirklich wunderbar, wenn man sich mal über 1000 Kilometer einfach mit einem anderen Transportmittel ganz schnell bewegen könnte, das wäre ganz toll, ohne Spritkosten und ohne Zeitaufwand vor allem auch, ja, dann einfach sozusagen mit einem UFO einfach zack, 500 Kilometer, 1000 Kilometer in 10 Sekunden, zack, wäre super, aber haben wir nun mal nicht. Aber trotzdem, diese Ebene auch genießen zu können, finde ich, ist eine große Herausforderung, aber es geht. Ja, du kannst genauso deinen Körper genießen, wenn du mit deinem Körper zufrieden bist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du mit deinem Körper spielen kannst, wenn du ihn verändern kannst, wenn du mit der Materie spielen kannst. Das ist eine große Herausforderung, denke ich, aber es geht. Und vor allem, wie gesagt, sind wir ja nicht nur dieser physische Körper, sondern wir sind ein Bindeglied zur feinstofflichen Welt, zur spirituellen Welt. Und deswegen bist du ein Transformator. Und das ist eine super wichtige Aufgabe. Und deswegen, auch wenn du dich als der schlechteste, dümmste Mensch fühlst, der nichts auf die Reihe bringt, der kein Unternehmen hat, der nicht arbeiten geht, der, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ja gut, wenn du dann nicht dann noch den Drogen dich hingibst, dann ist es vielleicht nicht so gut, ja, weil dann kommt natürlich auch viel durcheinander. Aber ansonsten nehmen viele Menschen, auch gerade die vielleicht, ich kenne selber, ich habe super gute Freunde, die Hartz-IV-Empfänger sind und das aber die tollsten Menschen sind. Ja, die sind hier seit 50 Jahren auf der Erde, machen sozusagen Energiearbeit, sind Transformatoren, sind Portale für die positive Energie und so weiter und so fort. Das darf man alles nicht unterschätzen. Und das ist, weil unsere Gesellschaft so falsche Werte hat.
die Mutti mit Kind, also die Familie großziehen. Was ist wichtiger als die Familie? Und was wird gemacht? Transgender, LGBTQ plus, minus, geteilt durch, mal, hoch, runter. Das wird natürlich alles kaputt gemacht, ja. Und was gibt es wichtiger sozusagen als eine Mama, die sich um die Familie kümmert? Und warum ist das eigentlich alles so krank, dass der Mann nicht mehr genug verdient oder dass kaum ein Mensch normal arbeiten geht und dann genug verdient? Es ist so Wahnsinn, ja. Ich habe mal irgendwie, weiß ich nicht, früher konntest du für 2 € oder so zu Hause essen. Jetzt mittlerweile, ich habe mal überlegt, ey, fuck, ey, wenn ich mir jetzt so, ich habe ja immer Frank Rosin hier, Rosins Restaurants gerne geguckt und habe mir das so ein bisschen angeeignet und koche dann auch gerne mal so mit Weißwein ablöschen und so weiter. Koch dir mal eine frische Nudelsauce und das ist die leckerste vegetarische Soße, die ich je in meinem Leben gegessen habe, die ich selber gemacht habe dann. Kauf dir mal ein paar Zwiebelchen, rote Zwiebeln vielleicht oder so. Brat die in der Pfanne an mit Olivenöl oder so, mach Knoblauch dazu. Dann, warte mal, eine Prise Zucker auf jeden Fall, damit es alles ein bisschen karamellisiert. Dann machst du einen richtig großen Schluck Weißwein mit rein, löscht es damit ab. Dann kommen, ach so, frische Cherry-Tomaten habe ich noch vergessen oder irgendwelche diese kleinen Tomaten, die auch ein bisschen Geschmack haben. Die lässt du damit karamellisieren in der Pfanne. Dann löschst du alles schön heiß ab mit Weißwein. Pscht. Und dann am Ende kommen dann halt noch frisches Basilikum rüber, Olivenöl. Da machst du eine schöne Soße raus, da kommt dann ein Tomatenzeug, irgendwas noch rein, ja, passierte Tomaten oder so. Und am Ende mit frischem Basilikum und Parmesan. So, das ist eine der leckersten Soßen, die es überhaupt nur gibt. Aber rechne das mal aus, was das kostet. Das Basilikum, Olivenöl, Knoblauch, Tomaten, Nudeln, vor allem auch hier Parmesan, ein bisschen Parmesan und so. Das kostet, ich weiß es nicht, 7 € pro Teller. So, das ist irre. Das ist Wahnsinn. Das ist man schon bei 2, 3 Tellern, ist man schon bei 15 €, 20 € oder so. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Ja, dass es einfach irre ist. Es ist heute alles sehr teuer geworden. Und ich sag euch, die dunkle Seite tut auch ihr Bestes. Es wird auch nicht besser. Du kannst nur probieren, für dich ein tolles Leben zu erschaffen. Und das schaffst du meiner Meinung nach nur, wenn du den rechten, echten, harten Weg gehst, der Erleuchtung, nein, der Entwicklung, der spirituellen Entwicklung. Denn wenn du die Gesetze des Lebens nicht kennst, wenn du das Resonanzgesetz, das Gesetz des Ausgleichs, das Gesetz von Karma, das Gesetz der Entwicklung und so weiter und so fort, wenn du das alles nicht kennst, dann wird es schwierig für dich, dein Leben zu verstehen. Und ich meiner Meinung nach muss man durch diesen harten Weg gehen, damit es gut wird. Denn guck mal, Leute haben mir so Kommentare geschrieben, dass ich das doch nicht verstehe mit Jesus und mit diesem Liebe zu Bibelkanal. Und doch, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Wartet mal. Okay, egal. Finde ich jetzt nicht. Ich verstehe das schon, ja. Und ich finde das auch gut, was mir der eine da geschrieben hat, dass man einfach glauben sollte. Das ist definitiv wahr, nach meinem Empfinden. Ja, du musst nicht alles wissen. Du musst nicht alles wissen. Es gibt ganz viele Fakten, die sinnlos sind. Ja, also alleine jetzt Fakten wie, ich weiß es nicht, wie viele Bäume gibt es auf der Erde? Das ist ein Fakt. Aber das ist unwichtig zu wissen. Genauso ist es unwichtig, wie viele Inkarnationen hattest du schon? Wer warst du in der letzten Inkarnation? Das ist alles toll, wenn du es weißt, aber es bringt dir nicht viel. Ja, was dir was bringt, ist, wenn du das Leben verstehst, wenn du die Welt verstehst, die Materie verstehst, die Politik verstehst, andere Menschen verstehst. Ja, spirituelle Psychologie. Das heißt, wenn du wirklich das Leben verstehst, die Menschen verstehst, wenn du die alleine, ich kann keine Gedanken lesen, aber irgendwie kann ich schon Gedanken lesen, weil ich brauche einen Menschen nur sehen. Ich gucke, wie er aussieht, ich gucke, was er sagt, ich gucke, was er für eine Ausstrahlung hat, ich gucke, wie er angezogen ist, ich gucke, wie sein Leben war, was ist er von Beruf. Und ich werte garantiert nicht so, wie das der normale Mensch macht oder wie die allgemeinen Wertevorstellungen der Gesellschaft sind. So werte ich bestimmt nicht. Ich werte nach spirituellen Maßstäben. Nach göttlichen Maßstäben könnte ich sagen, eigentlich fast, ja, ist so. Weil ich probiere ja ein reiner Resonanzkörper zu sein, für Gott ist so. Ja, und deswegen probiere ich auch den Menschen nach seinen Kriterien anzuschauen und probiere ja selber nach seinen Kriterien zu leben. Ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben, ihr Lieben. Das war es eigentlich schon wieder. Oder es reicht ja auch besser gesagt. Wenn ihr wollt, schaut euch dieses Interview hier mal an. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Oder auch nichts davon, wie ihr wollt. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund. Bleibt.
sportlich, bleibt offen, werdet spirituell und noch einen schönen Abend.